Hey und herzlich willkommen zu Demon Machines Arena. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, es ist gerade in der Closed Beta, nur mit einem Code kann man spielen. Ich dachte mir, wir gehen einfach direkt ins Tutorial und probieren das Game einfach zusammen aus. Okay, wie ist das jetzt zum Laufen ist schon mal? Logisch. Okay. Mit Shift kann er schon zu höheren Missiles. Das ist ja dahin gestellt. Also dann der ist jetzt aufgemacht. Du musst alle da nicht. Okay, das war jetzt nicht richtig. In Space komme ich in solche Missile-Ansicht rein und kann dann ein großes Feuerwerk starten. Nice. Eifeier, ja okay, die schießen wir auf. Deckung so, komisch. Okay. Rechtskick war einfach schneller schießen. Oder brutaler schießen, mal schon. Ich schätze mal, dass man nett aus. Genau. Und soll sie zuerst die Deckung suchen. Kann man das Server damagen? Eher nicht. Oder ist man kriegt gerade kein Damage? Gute Frage. Das schaut aus wie Heal und das war gerade nicht schön. Sehr gut gemacht. Oder auch nicht. Diffusen oder was? Okay. Das Ding. Ja. Okay. Jetzt defuse muss wahrscheinlich. Ist Armung. Okay. Das kann man weiterschieben. Also eigentlich schon. Und der schiebt zurück. Das ist eigentlich hier alles recht zu akzeptieren. Kennt man ja schon von Overwatch zum Beispiel. Und sonst Fähigkeiten so von Valorant wahrscheinlich. Aber die Perspektive ist auf jeden Fall anders. Nice. Also das Tutorial muss man jetzt nicht unbedingt spielen, ich glaube das hat man recht schnell raus in-game, aber ja, jetzt. Okay, es gibt einen Death Run. Machen wir mal Quick Play und dann könnten wir mal einen Death Run probieren. Okay, wir haben tatsächlich ein Match angefunden. Wir können entweder Tank, Support oder Assault spielen. Ich schätze mal das Tank vielleicht. Kann man da mal aufklicken? Okay, der sieht cool aus. Die sehen alle ziemlich cool aus. Das ist der Rheingard, oder? Schon lange kein Overwatch schon gespielt. Armbrust, das wäre aber nice. Ich hab 50 bis 6 Sekunden noch. Okay. Wir gehen diesmal wirklich für die Armbrust. Okay. Die sind zu viel. Gegen 4 Spieler, glaube ich. Oh gut. Okay, wir schießen ziemlich langsam. Aber es schaut richtig cool aus, actually. Gerade auf der Website nochmal nachgeschaut, so richtig offizielles Datum habe ich noch nicht angefunden. Rennen die mir alle nach? Das sind alles Bots, oder? Oder nicht? I don't know.
Aber macht ja nichts. Fühlt sich. Ich bin auch instinkt gestorben schon. Gefühlt habe ich 3 Attacken erwischt. Ah ja, mal schauen. Okay, man respawn instant. Ich weiß noch die eigenen Leute ab. Yay. Also ich muss sagen, der Armbrustgeist ist sicher nicht der beste, um ins Game reinzukommen. Wobei man halt auch immer die Fähigkeiten hat. Die Fähigkeit ist. Ah, das ist jetzt. So, einfach ein Zusatzteam, das abfällt sogar. Die Shift ausprobiert, ist anscheinend so ein AOE. Ja gut, wie ist die Fähigkeit nur, die ist wahrscheinlich auch irgendwie. War keine Zeit, wir müssen auf jeden Fall die Card pushen. Schießen einfach alles instant drüber. Wenn ich Leertaste drück, ist das dann auch so? Ah, das ist so eine Bombe. Okay. Namen, also bis auf einen Namen klingen alle Namen sehr botmäßig. Aber so wie die Spieler agieren, müssen es Bots sein, weil kein Mensch spielt in der Elo in Anführungszeichen. So schön zusammen, schau mal, schön wie zusammen sticken, das ist ja wie ein Bilderwurf. Okay, bleibt auf dem Fleckenstand stehen, auch nicht schlecht. Ich kann die Fähigkeiten abbrechen. Dann machen wir es auf die als erstes. Wo ist das Kabel überhaupt? Da ist es. Das interessiert einfach keinen. Fühl ich. Er will schon den Game-Modus spielen, wenn man auch sie gegenseitig abknipsen kann. Anscheinend übers Kart schießen und ab und zu bald mal Schuss aufkommen. Nice, den haben wir gut erwischt. Den nicht. Ist nicht so einfach so, sie zu dodgen quasi und zu schießen, die ganze Sache. Wenn ich triff, mache ich Full Damage, aber musst halt mal treffen. Und die Gegner können halt hinschießen, bis dein Projektil ankommt. Dauert ein bisschen. Die folgen jetzt mal ein bisschen mehr aufs Kart jetzt. Oder unten irgendwo Leute sind wir. Kann ich eigentlich noch währenddessen den Player wechseln? Das wäre eigentlich ziemlich cool. Wäre zwar ein bisschen chaotischer, aber wäre cool. Geht auch wieder keiner drüber schießen. Jo, sie schiebt es daher. Alles klar. Was ist das für ein toller Sound? Holy shit. Blauen Hörer. Also muss man auch reinschießen im Tank. Aber ja. Den aber auch da einschießen. Das ist nicht so, dass das. Charakter.
Switch Heroes, ja. Okay. Wählen wir mal einen Tank aus. Info for Ability. Ah, das probieren wir einfach aus. Also jetzt habe ich einen Flammenwerfer, also bin ich basically Rumble. Von League. Also habe ich einen Beam. Einen Laser-Flammenwerfer. Und da war Flammen Error. Aber das Gefühl war die Waffen schon leer, aber ich habe 500 Leben, aber einfach mehr, ja. Die ganzen Sounds checken noch nicht. Schätze mal, so irgendwas mit dem K zu tun? Oder mit dem Ding noch? Oder weil es fast vorbei ist? Ist es unentschieden, wenn es da im grauen Bereich bleibt? Mal schauen. Flammenwerfer sprühen ist auf jeden Fall auch, oder? A muss ziemlich weit zugehen zum Gegner. Jo, abgeschossen worden. Das geht jetzt durch, das ist durch. Schau mal. Ja, easy win. Team Alpha. Das war ich, hat man ja genau gesehen, oder? Healing dann null. Schau, Damage Heal. Mit dem Bot kann man anscheinend healen. Aber anscheinend den besten Score gehabt. So, jetzt könnte man noch einmal den Death Run ausprobieren. Okay. Ist auch in der Alpha. Soll eh also PvE sein. Und mal schauen, vielleicht kriegt man da ein bisschen einen Eindruck, was das Game sonst noch kann. Weil es sollen ja angeblich verschiedene Maps und Modis kommen. Aber ist halt alles noch im Aufbau, logischerweise. Ich habe bei einer Closed Beta mal mitgemacht. Eine Familie. Schneeflocke, Kaboom. Wie schaut das cool aus? Gehen wir mal für das. Muss ich das jetzt noch, ne? Okay. Weapon XP. Weapons. SMG oder. Ah, ich habe zur Zeit schon, oder? Ey, yo, ich bin da raus. Ah, draufbleiben. Ich nehm die SMG. Ja, muss da alles. Irgendwie komme ich da nicht rein. Das Ding zumindest nur verwirren. So, das Start. Was passiert, wenn ich da hingehe? Achso, dann kann ich alles also. Ah, ist das der Schwierigkeitsgrad? Very easy, easy, normal. Dann machen wir mal more easy, ne? Wir müssen ja mal da. Ne, dass wir bei der ersten Stage schon mal wieder stecken bleiben, ich weiß nicht. Okay, da kommen Gegner. Muss ich nur alle Gegner killen oder muss ich irgendwo. Irgendwo hin. Waffen-XP und Ability-XP kriege ich. Das tut ziemlich viel. Wow. Weiß nicht, wie ich das klicke. Ich kann nur so einen Dodge machen. Rechtsklick und Ding-Klick habe ich noch nicht freigeschalten, die Abilities. Ein bisschen so Dodge and Shoot. Und jetzt kann ich mir upgraden, mehr Armor, mehr Damage, Rate, machen wir die Rate. Dann kriege ich Abilities, entweder Poison Grenade, Stem Overdrive, kriege ich mehr Speed, Damage und Heal Buff. Boah, das klingt schon gut. Oh, diese Raketen. Ja, mal das. Und da drüben ist das Zylinder Map. Okay. Nicht schlecht. Wäre easy machen wir jetzt nicht. Aber jetzt müssen wir easy machen in dem Sinne. Easy war eigentlich echt easy gerade, also können wir echt mal so schwieriges annehmen. Machen wir mal Override. Okay, der schaut jetzt nicht so spektakulär aus, aber weil er tut jetzt viel. Da
Da ist schon wieder das Zug. Sieht man da irgendwo? Genau, wieder Rate of Fire. Okay, diesmal sind andere. Chaos Core Skin lustig. Machen wir das mal. Jetzt können wir für mal so schwer, weiß. Okay, Map. Schon mal ganz anders aus. Chaos Core, machen wir mal. Was macht so hier Bälle, die was irgendwie so Stränge haben? Jo, da kommen. So, das ist auf jeden Fall schon eine andere. Da muss man vielleicht schon ein paar Mal fahren. Holy shit. Die machen Gott sei Dank noch nicht so viel Damage. Aber das war kurzzeitig. Brauchen wir noch mehr Armor. Alles schlecht. Kein Ability Upgrade. Sad Life. Da hinten wäre ich. Das ist die Frage, gell? Muss ich mich healen oder wäre ich sowieso in der nächsten Stage direkt hin? Ey. Hoch zu hin. Ah, sie hat gesagt, nein, sie hat mir noch zu. Nice. Wie viele Stages gibt es da? Können wir nachher schauen. Das ist jetzt gleich Boss Stage. Armor. Jetzt habe ich da Credits gekriegt. Kann mir also jetzt ein Schild kaufen. Das war's aber. Dann nehmen wir das nochmal. Heute schon, anscheinend. Jetzt habe ich 50er Schild. Na, Exit. Ah, das ist ja Exit Terminal, ist das vorgegeben. Aber. Ah, es ist nur so ein Stagepunkt. Insgesamt gibt es 10 Stages. Ja, probieren wir mal, wie weit wir kommen. Das ist very hard. Ja, gehen wir für very hard. Kriegt dann mehr Belohnungen? Was passiert eigentlich mit Death? Muss ich dann von vorne anfangen? Das wäre bitter. Also werden wir alles rausfinden. Und hoffentlich nicht. Okay, solange sie Ansel kommen, ist ziemlich cool. Okay, der ist bitter. Jo. Die stecken schon was rein. Die geben dafür Credits. Der andere da die Armbrust. Nice. Hier. Wie gesagt, Abilities kann man entweder upgraden. Oder wenn wir noch mal Molotov, wenn da so viele stehen. Nice. Wo muss das ziehen? So schaut das aus. Gehen wir wieder very hard. Kennen wir nichts. Müssen uns ja vorbereiten für den Boss. Kann ich die ganze Zeit easy spielen und dann kommt das am Mega-Boss-Stage. Mal schmeißen wir mal einen Molotov drauf. Machen wir mal die ganzen Chaos-Dinge. Und noch einmal. Haben wir ja, kostet ja nichts. Auch so cool angefühlt. Okay, wir sind fast dead, merke ich gerade. Mein Plan ist eher mal auf die Kleinen zu fokussieren, weil die Großen kann man gefühlt eh leichter dodgen. Aber jetzt sind die Großen halt vorne. Wo ist die bei hier? Ist jetzt nicht. Das ist wie, was wir gerade auf der Map sehen. So ist die ganze Zeit. Jo, der war ein Tiger. Aber wieder Rate of Fire. Wo ist ein Grenade? Wo würden sie denn den hin tun? Also Replace Ability.
Das System ProDrive braucht jetzt aber auch lange so gut. Eigentlich fallen mir die Chaos-Dinger ziemlich gut mit, bevor wenn man die richtig schmeißt. Nehmen wir die schon voll mit. Traue ich mich Very Hard nehmen, wenn wir gerade schon fast gestorben sind? Nehmen wir mal gemütlich. Ist die Molokovs mal ein bisschen besser? Alter. Nice. Ja, Molokov upgraden. Ja, ich hatte es nicht cool. Aber wenn die drinnen stehen bleiben, das geht schon runter. Ich verwende den Dodge relativ wenig, aber im Fall kannst du so fast besser ausweichen als die ganze Zeit. Dodge. Ja, jetzt rennen wir ganz rüber. Rip. Aber die ganzen Heals bringen wir jetzt eh nichts einsammeln. Mal schauen wir kurz, ob da noch die Dinge sind. Also, die kriegen wir eigentlich Shoot. Man kann es gar nicht einsammeln, obwohl es. Nice. 140. Entweder wir sporen. Oder nehmen wir Armor L. Oder Movement Speed. Nehmen wir Armor L. Und man kriegt. Zu den letzten Stages schon. Jetzt gehen wir wieder Very Hard. Hard. Am Anfang sind so wenige. Aber plötzlich. Plötzlich ist alles voll. An dem müssen wir gut platzieren, dann bringen sie sehr gut. Aber der Overdrive, den kann ich gefühlt, weil ich den noch nie kicken kann, außer ganz am Anfang. Wenn das so ist, sollte man dann nämlich fast für den Boss aufgehalten. Die sind sehr schnell. Die sind gefühlt nachgegangen sogar. Alter. Da sollte ich vielleicht doch öfter Foul kicken, weil die Nahkämpfer fällt mir so auf. Nehmen wir einen Heal-Lemmer. Okay, wo wir den Folgen-Heal kriegen. Kann den Overdrive nehmen. Aber ich würde ihn echt vielleicht für so eine Krisensituation sparen. Upgrades, Rate of Fire. Molokov wäre schon cool. Okay, jetzt sind wir fast gestorben, aber nur fast. Das ist alles voll. Okay, das war jetzt ein bisschen voll. Das geht gar Overdrive. Da steht der einer. Oh mein Gott, ich hab noch gar kein Kind. Wir müssen Overdrive kriegen. Krieg ich dann hier da? Also ich weiß. Bin gestorben. Ah, ich war wohl nichts geschafft zum Killen. Also war es so weit weg. Okay, Grant. 6 Minuten.
Damit bin ich Platz. Keiner weiß es. Nicht am Leaderboard. Wenn ich jetzt so Quickplay noch einmal mache. Upsala, der fand man nicht. Am Match-Durchgang von alles klar. So ein Ei sollte man spielen, ja witzig. Teams win, win if the card is pushed completely through the enemy's gate. Nice. Sind wir da schon in ein Match reingejoint, gefühlt schon. Das war schnell kaputt. Der schaut jetzt aus wie ein echtes Match. Wir haben verloren. Also wenn man den Death Run nochmal startet, muss man logischerweise bei 0 anfangen. Aus dem Lobby macht man ein Lobby. Da kann man sich noch die ganzen Heroes anschauen. Und die ganzen Skins dazu. Das haben wir bis jetzt noch gesperrt. In der Beta anscheinend. Auf jeden Fall. Gut gemacht. Freunde adden, Stats anschauen, Match History, Quick Play, 1 Minute haben wir sterben lassen. Und ja, also zusammenfassend muss man sagen, das Spiel macht Spaß, ist noch in der Entwicklung, es werden noch verschiedene Maps und so weiter kommen. Sie werben damit, dass man digitale Collectibles sammeln kann, diese kann man dann auch handeln und traden, das ist ziemlich lustig. Wenn man die Möglichkeit hat, Skins zu traden, dann kann man quasi immer wieder verschiedene Skins von Spuren holen, das war eigentlich ziemlich cool, das System aber anders zu sehen, und ich hoffe, euch hat der erste Eindruck gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!